Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufgabe des Movie Check. Wer hat da bitte jetzt gerade was Falsches in die Beschreibung geschrieben? Let's Play Assassin's Creed natürlich. Ja, neue Ausgabe von Let's Play von ja, ne, ihr wisst Bescheid. Ne? Neues Let's Play von mir. Ja, okay. Jetzt mal ernst, warum ich mich vorher melde, was ich sonst eigentlich nie mache von einem Let's Play, ist, um erstmal Hallo zu sagen und euch herzlich willkommen zu heißen. Aber bevor es losgeht, muss ich mich bei einem ungewöhnlichen Nebengeräusche hier in der Wohnung, YouTube-User bedanken. Und zwar, ja, ich meine dich, Okonkel. Oder, es tut mir leid, ich weiß gar nicht, wie man dich ausspricht. Entweder Okonkel oder Okay-Onkel. Ich hoffe, es ist eins von beiden. Und zwar hat er für eins meiner Let's Plays, nämlich zu das Mornkomplott, einen extrem geilen Trailer geschnitten. Und ich habe so das Gefühl, als würde ich belauscht werden. Nein, werde ich nicht. Okay. Und dafür will ich mich erstmal recht herzlich bedanken und finde das echt genial von dir. Und der Trailer ist echt alter Schwede. Besser könnte ich es nicht machen. Und ja, herzlichen Dank dafür. Und du hast mich auch gefragt über einen Kommentar. Oder über das Kommentar, ob ich mal einen Movie-Check zu 300 machen könnte. Und ich muss dir leider sagen, das kann ich, weil ich habe den Film auf Blu-ray. Und der wird auch bald folgen. Und ja, ich hoffe, du siehst jetzt überhaupt diese Nachricht. Ich denke mal, ich hoffe, dass du dir dieses Let's Play anguckst und diese Nachricht entdeckst. Und ja, es hat, glaube ich, gerade einen kleinen Rotstich so im Bild. Das liegt daran, weil es schon spät ist. Und ich wette, du hast nicht mit so einer schnellen Antwort gerechnet. Auf jeden Fall vielen Dank und ja, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Let's Play und wir sehen uns dann, also sehen in Form von, dass ihr mich seht, im nächsten Movie-Check wieder, denke ich mal. Oder in einem anderen Projekt. Egal. Auf jeden Fall nochmal vielen Dank, Okonkel oder Okay-Onkel und viel Spaß bei Let's Play Assassin's Creed. Over and out. Ich richtete mein Herz darauf, die Weisheit zu erkennen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, dem mittlerweile fünften Let's Play und dem dritten Let's Play mit einem Spiel von Ubisoft. Glaube ich. Ja, genau. Und ja, manche hat es schon erkannt. War sehr schwer, ich gebe es zu. Es ist wohl mit das umstrittenste Spiel aus dem Jahre 2007. Oder war es 2008? Nee, 2007. Ende 2007, glaube ich, ja. Assassin's Creed. Die einen lieben es, die anderen hassen es. Warum die anderen es hassen, darauf kommen wir dann später. Ich gehöre aber definitiv zur ersten Kategorie. Und ja, dass das Bild hier gerade so ein bisschen
verwackelt ist und so ein bisschen unscharf liegt daran. Der passt sich an. Ihr werdet es gleich sehen. Ich will ja nicht zu viel verraten für diejenigen, die es noch nicht gespielt haben. Wenn es auch nur wenige sein dürften. Naja, viel können wir hier noch nicht machen, außer blöd rumlaufen und geschubst werden von irgendwelchen Leuten. Ja, und werden jetzt also Tipps angezeigt, die bringen uns jetzt aber noch nicht viel. Aber jetzt werdet ihr erfahren, worum es gerade ging. Alles okay? Ich sagte doch, dass ihm nichts passiert. Schweine! Na, na, ich habe gerade ihr Leben gerettet. Mein Leben gerettet? Sie haben mich entführt, mich an dieses Ding angeschlossen! Animus. Es ist ein Animus. Ich kenne sie noch nicht einmal. Warum tun sie mir das an? Sie haben Infos, die wir benötigen, Mr. Miles. Informationen? Ich bin ein Barkeeper, verdammt! Was wollen Sie von mir? Lernen, wie man einen Martini mixt? Wir wissen, wer Sie sind. Was Sie sind. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Spielen Sie nicht den Dummen. Wir haben keine Zeit. Sie sind ein Assassine. Und ob es Ihnen klar ist oder nicht, Sie besitzen etwas, das meine Arbeitgeber haben wollen. Es ist tief in Ihrem Kopf verborgen. Aber ich bin kein Assassine. Nicht mehr. Ja, das steht auch in unseren Akten. Irgendwas von einer Flucht. Sehr zum Glück für uns. Was wollen Sie von mir? Dass Sie tun, was wir Ihnen sagen. Der Animus wird uns helfen, zu finden, was wir suchen. Wenn wir es haben, können Sie gehen. Ich gehe da nicht wieder rein. Dann legen wir Sie ins Koma und machen alleine weiter. Und wenn wir fertig sind, lassen wir Sie sterben. Ehrlich gesagt, der einzige Grund, dass Sie noch bei Bewusstsein sind, ist, dass es uns viel Zeit erspart. Sie sind verrückt? Also was nun, Mr. Miles? Leben oder sterben? Legen Sie sich hin. Eine weise Entscheidung. Wo bin ich? Im Innern des Animus. Das heißt? Ein Projektor, der genetische Erinnerungen in 3D erzeugt. Genetische Erinnerung? Scheinbar brauchen Sie eine Art Einweisung. Nun gut. Wir fangen ganz einfach an. Was ist eine Erinnerung, Mr. Miles? Eine Aufbereitung früherer Ereignisse. Spezifisch für die Person, die sich daran erinnert. Ja, sicher. Was, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ein Mensch nicht nur seine individuellen Erinnerungen besitzt, sondern auch die seiner Vorfahren? Genetische Erinnerungen, wenn Sie so wollen. Wanderung, Winterschlaf, Fortpflanzung. Woher wissen Tiere, was sie wann und wo tun sollen? Das ist der Instinkt. Jetzt streiten wir uns um Worte, Mr. Miles. Wie Sie es auch nennen, die Tatsache bleibt, diese Wesen verfügen über Wissen, das in ihrer individuellen Erfahrung nicht enthalten ist. Ich habe 30 Jahre gebraucht, um zu verstehen, warum. Ich habe etwas Faszinierendes entdeckt. Unsere DNS fungiert als Archiv. Sie enthält nicht nur genetische Baupläne von früheren Generationen, sondern auch deren Erinnerungen. Die Erinnerungen unserer Vorfahren. Und der Animus lässt Sie diese DNS-Daten dekodieren und lesen? Exakt. Aber es geht nicht. Das ist die Erinnerung, auf die wir zugreifen möchten. Aber wenn wir versuchen, sie zu aktivieren, zieht sich Ihr Geist zurück. Ihnen fehlt das Vertrauen, in den Körper Ihres Ahnen zu schlüpfen. Das ist auch eben passiert. Sie wurden aus der Zielerinnerung gestoßen und kehrten zurück in einen stabileren Zustand. Warum? Ihr Unterbewusstsein. Es wehrt sich. Wir haben ähnliche Reaktionen bei Patienten festgestellt, die hypnotisiert werden, um traumatische Vorfälle wiederzuerleben. Wir müssen vorsichtig sein. Und auch dann gibt es Probleme. Und was machen wir jetzt? Wir finden eine Erinnerung, die Sie akzeptieren können. Sie werden sich daran gewöhnen. Langsam aber sicher. Noch näher kommen wir nicht ran. Also müssen wir hier anfangen. Ich lade jetzt das Einführungsprogramm. Ja, viel Gerede zum Anfang. Muss ja auch ein bisschen was erklärt werden. Ich wiederhole es aber gerne nochmal. Wir spielen den Charakter Desmond Miles, den ihr gerade gesehen habt, ein Barkeeper.
Und sein Vorfahre ist Altair, den wir hier jetzt gerade sehen. Und mit diesem Typen will diese Firma Abstergo einem Schatz hinterher jagen, sozusagen, um herauszufinden, wo er in der jetzigen Zeit verborgen liegt. So in etwa. Und ja, ich muss mich jetzt erstmal an den Charakter gewöhnen. Deswegen wird mir jetzt erstmal ein kleines Trainingsprogramm gezeigt, mit dem ich die Steuerung kennenlerne und die ganzen Kniffe und alles Mögliche. Ja, und diese nette weibliche Computerstimme erklärt uns gerade ein bisschen, wie das mit unserer Energie läuft. Das aber kein normaler Energiebalken ist, sondern ein Synchronitätsbalken. Das heißt, ist der leer, werden wir aus dem Körper rausgeworfen, sozusagen, so ähnlich wie in der Matrix. Um die Anpassung ihres Körpers an den Animus zu überprüfen. Aha. Wir beginnen damit, die Standardaktionen aller Eingaben kennenzulernen. Okay. Allerdings muss ich kurz was einstellen. Und zwar ist die Kamera falsch rum. Ich hoffe, ich kann das... Yep. So. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Das Wichtigste muss ich überprüfen. Ist Blut an? Ja, Blut ist an. Alles klar. Hauptsache Blut und das ist gut. So, ja, schon besser. So. Wenn Sie stillstehen, benutzen Sie die Kopftaste, um Ihre Umgebung zu erkunden. Okay, also Dreieck, Ego-Perspektive. Alles klar. Das heißt, wir dürfen die Leute jetzt anstarren. Gut. Cool. Das war schwer. Puh. Benutzen Sie nun Ihre leere Hand, um durch die Krugträger zu gelangen, ohne dass Sie Ihre Krüge fallen lassen. Ah, alles klar. Gehen Sie zu der Markierung, um die Synchronisierung fortzusetzen. Okay. Ja, ich muss jetzt die Leute hier so ein bisschen aus dem Weg deuen, ohne dass sie ihre Krüge fallen lassen. Weil sonst habe ich verkackt. Aber das ist ja alles noch recht einfach. So wie der Rest des Spiels übrigens auch. Also das Spiel ist nicht wirklich schwer. Ich habe es auch schon ein paar Mal durch. Der Animus unterscheidet zwischen zwei unterschiedlichen Modi. Unauffällig und auffällig. Unauffällige Aktionen sind sozial akzeptabel. Auffällige Aktionen sind eher actionorientiert. So wie bei GTA also. Das heißt, wenn man irgendwas Böses tut, sind euch direkt die Gesetzeshüter auf den Fersen. Ja, okay. Ja, mit den nächsten Übungen müssen wir dann aber allerdings erst im nächsten Teil weitermachen, weil die Zeit ist schon wieder um. Das geht echt schnell. Und ich hoffe, euch hat bis jetzt, obwohl es nur ein Teil ist, aber das LP von Assassin's Creed gefallen und ihr werdet es weiterverfolgen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Teil wieder. Also bis dann, ciao.